boat. Magic Tears, die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies, Icy World. Was bisher geschah? Wow. Willkommen in der Icy-Welt. Hier schmilzt das Eis, aber in unserer Welt ist einfach alles gefroren. Wir gehen zur Prinzessin und zum Prinzen. Wir müssen schnell eine Lösung finden. Seid ihr bereit, Babys? Ja! Yeah. Die perfekte Lösung. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen in der Kälte bleiben. Aber was sollen wir tun? Das Loch ist sehr groß. Wow! Gefällt sie euch? Dies ist eine besondere magische Grube, die unsere ganze Geschichte enthält. Wow! Was geschah, als der Meteorit fiel? Wir haben ihn eingefroren. Zusammen! Wow! Was war mit der Roboterplage? Wir haben sie abgeschaltet. Zusammen! Und als das Geisterbaby erschien, sind wir schreiend gerannt. Oh! Zusammen! Okay, zusammen. Aber wie schließen wir das Loch, um die Kälte drin zu halten? Mit einer Tür. Eine Tür? Die Lücke ist sehr groß. Also brauchen wir eine riesengroße Tür. Ja, mit einem großen Bogen. Oh. Eine Tür, die sich öffnet und schließt. Und einen Knauf. Wow. Also, Babys, bereit zusammenzuarbeiten? Ja, wir sind das Team Nummer 1. Und wir sind Team Nummer 2. Team Nummer 3! Wir werden super sein! Nein, hier ist die Anleitung. Ihr müsst sie alle durchlesen. Anleitung? Cool! Zusammen. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, dass Sie als Team und nicht in Teams arbeiten müssen. Entspann dich, Sie kriegen das hin. Au! Protect our world from the outside heat, and to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world, and we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Hat jemand Lust auf ein bisschen Dinosuppe, um Energie zu tanken? Ja! Ja, die Arbeit im Team ist sehr anstrengend. Hey, aber was ist mit uns? Aber lasst uns zuerst die Tür sichern. Unsere Tür zuerst! Nein, unsere zuerst. Unsere wird besser aussehen. Oh, sie ist sehr klein. Versuchen wir unsere. Hä? Sie ist auch zu klein. Ich bin sicher, unsere Tür wird auch zu klein sein. Es funktioniert nicht. Sie sind alle zu klein. Das ist zu schwer. Das verstehe ich nicht. Wir haben die Anleitung doch genau befolgt. Ihr habt das sehr gut gemacht, aber jede Seite des Handbuchs war für einen anderen Teil der Tür. Oh. Jetzt müsst ihr sie nur noch zusammensetzen. Wisst ihr wie? Zusammen! Und jetzt noch das letzte Teil. Jetzt fehlt uns nur noch der allerletzte Schliff. Der Knauf. Der Knauf? Das stand nicht in der Anleitung. Der Knauf. Wie habt ihr das gemacht? Danke, ihr habt uns gerettet. Jetzt können wir die Kälte aufhalten. Das ist die schönste Tür, die ich je gesehen habe. Und wir haben sie gebaut. Zusammen! Icy World Magic Tears! Wow, so cool! Die Tränen unserer Welt geben unseren Kreationen den letzten Schliff. Sie machen sie perfekt. In der Icy-Welt ist es wieder kalt. Diese Tür hilft, die Kälte einzuschließen. Und nach wird alles wieder so werden, wie es sein soll. Vielen Dank, unsere Prinzessin. Ihr habt uns wirklich geholfen. Die Bahn ist wieder ganz gefroren. Das ist einfach. Versuch das. We'll help each other and be friends till the end.
Spaghetti. Das ist so köstlich. Ja, die Fantasy-Welt bekommt ihre Farben zurück. Als die Tutti-Frutti-Bucht gefroren war. Und schließlich Wassermelone und Ananas. Wow, es schmeckt nach Banane und Traube. Hey, ich mache Wassermelone-Ananas. Und warum machen wir nicht zur Abwechslung mal etwas anderes ohne Ananas? Aber mit Ananas schmeckt das Eis besser. Mit Trauben schmeckt es besser. Wassermelone Ananas. Banane Traube. Wassermelone Ananas. Banane Traube. Wassermelone Ananas. Wow! Ups, das ist eine Katastrophe. Wir müssen entscheiden, wer für die Fabrik verantwortlich ist. Ich bin für die Zubereitung des Eises zuständig. Aber ich will die Entscheidung treffen. Okay, lassen wir die Babys entscheiden, wer die Verantwortung hat. Okay. Entspannen. Babys! Stimmt für Pia! Was machst du da, Pia? Warum verteilst du Flyer mit deinem Gesicht drauf? Damit ihr mich wählt und nicht Grace. Ich will die Leitung der Fabrik übernehmen. Aber Grace will das auch. Also müsst ihr euch für eine entscheiden. Nur eine? Aber was macht die verantwortliche Person? Wenn ihr mich wählt, dann werde ich... Hier bin ich! Stimmt für Grace! Da kommt die zweite Kandidatin. Hi, Pia. Ich habe eine Idee. Machen wir ein Duell, um zu sehen, wer die Beste ist. Okay. Die Beste soll gewinnen. Das bin ich. Nein, das bin ich. Heute werden wir entscheiden, wer die Leitung der Fabrik übernehmen wird. Komm, Nati, es geht gleich los. Seid ihr bereit, unsere Freundin mit Fragen zu löchern? Wenn ihr Pia wählt, klickt auf ihr Gesicht, um für sie zu stimmen. Wenn ihr aber Grace bevorzugt, klickt auf das Gesicht von Grace, um für sie zu stimmen. Hey, jetzt noch nicht. Erst wenn ihr mit ihren Antworten einverstanden seid. Oh, das ist also eine Debatte. Wir stellen Fragen und sie beantworten sie. Die Gewinnerin des Duells ist diejenige mit der höchsten Punktzahl. Bereit? Die erste Frage kommt von Scarlett aus Storyland. Was ist eure liebste gefrorene Frucht? Ananas. Liebste? Ich liebe sie alle. Okay. Koali fragt aus ihrem Wohnwagen, woher wisst ihr, welche Eissorten wir mögen? Na, ich werde alle Babys nach ihrer Lieblingssorte fragen. Warum soll man sich entscheiden, wenn man sie alle haben kann? Ich. Nur zu, Crystal. Könnt ihr ein Eis mit Meeresgeschmack herstellen? Nein. Zu salzig. Natürlich kann ich das. Wenn du es dir vorstellen kannst, kann ich es kreieren. Gibt es noch mehr Fragen, Babys? Ja, ich. Ihr wisst ja, in der Fabrik bleiben manchmal viele Früchte übrig, die verfaulen. Was würdet ihr tun, um zu vermeiden, dass das Obst weggeworfen wird? Oh. Das ist eine sehr wichtige Frage. Nun, vielleicht geben wir es unseren Haustieren. Und du, Pia? Wir werden die übrigen Früchte nehmen, um ein besonderes Eis mit allen Geschmacksrichtungen herzustellen. Tutti-Frutti-Eis. Hurra! Ja, tolle Idee. Es scheint, als hätten wir bereits die höchste Punktzahl erreicht. Die Person, die Eisfabrik leiten wird, ist Pia. Ja. Danke, dass ihr mich gewählt habt. Hey, Babys, von jetzt an kümmere ich mich alleine um alles. Ihr könnt euch entspannen. Schon wieder Ananas. Wir müssen in die Fabrik, um mit Pia zu sprechen. Ja! Oh nein, das ist eine Katastrophe. Aber
Was ist denn hier los? Verantwortlich zu sein ist hart. Und ich kann nicht alles allein machen. Richtig. Und wir haben echt genug von Ananas-Eis. Ja, du hast recht. Aber ich habe keine neuen Ideen. Aber wir können dir helfen. Können wir wieder ein Team sein, bitte? Ja, klar. Mach dir keine Sorgen. Los, Babys. Beseitigen wir dieses Chaos gemeinsam. Ja, ich übernehme die Reinigung. Pia, wir arbeiten doch als Team. Oh, Entschuldigung. Die Band, Teil 1. Bitte sehr, Honig-Lakritz-Smoothie, damit du deine Stimme nicht verlierst. Oh, vielen Dank, Lizzie. Und übrigens, das ist ein sehr schönes Kleid. Ja, oder? Scarlett hat das für mich gemacht. Ich habe auch ein paar neue Kleider bestellt. Ich kann es kaum erwarten, bis sie geliefert werden. Daisy, ich habe alles für die Konzerte vorbereitet, die uns in alle Welten führen werden. Aha. Bist du nicht aufgeregt? Doch, es ist nur so, ich glaube, uns fehlt noch etwas. Aber Daisy, ich habe alles unter Kontrolle. Hä? Wir sind hier. Und wir haben Cupcakes mitgebracht. Die riechen so gut. Der hier ist für dich, Daisy, mit Erdbeeren. Die liebe ich. Oh, ich liebe dein Kleid. Es ist wunderschön. Unglaublich. Ups, Entschuldigung. Also werdet ihr wirklich durch alle Welten touren? Ja, genau. Wir bringen tolle Musik in jede einzelne Welt. Ich will auch mit. Können wir bitte mitkommen? Nein, nein, nein. Daisy ist eine Solokünstlerin. Gehen wir, du musst proben. Aber Sie könnten es versuchen. Sie können sicher etwas spielen. Ja, ich kann Gitarre spielen. Und ich Schlagzeug. Ich spiele Klavier. Das ist toll. Warum gründen wir nicht eine Band? Was? Echt? Ja, dann könnt ihr mit uns auf Tour durch die anderen Welten gehen. Werden wir auch so berühmt sein wie du? Ja, alle zusammen. Wir gründen eine Band, wir gründen eine Band. Daisy, du weißt doch gar nicht, ob sie gut spielen. Vertrau mir. Ich glaube, das ist genau, was wir brauchen. Wir werden toll klingen. Ich besorge die Instrumente. Ich kümmere mich um die Kleider. Ich mache genug Eiscreme für alle. Und ich bringe meinen Erste-Hilfe-Koffer mit. Ja! Ja! Ich befürchte, das wird nicht gut gehen. Wir sind schon fast fertig, Lizzie. Navi hat die goldenen Details hinzugefügt. Sind sie nicht toll? Ja, ihr seht aus wie eine Band. Aber was ist mit den Instrumenten? Das ist das Allerwichtigste. Das ist alles organisiert. Lieferung für Daisy. Vielen Dank, Fancy. Genau rechtzeitig. Hä? Wow, wie cool! Die sind klasse! Siehst du, jetzt sind wir eine echte Band! Bist du dir sicher? Es ist Zeit zu proben. Ich habe einen ganz besonderen Song geschrieben. Auf drei geht's los. Fertig? Eins. Und so schlecht sind wir nicht. Erstens sagte ich, dass wir bei drei anfangen. Und ihr müsst die Instrumente stimmen. Was heißt stimmen? Eure Instrumente müssen die Töne treffen. Eins, zwei, drei. Muss es klingen. Ist gar nicht schlecht, aber wie heißt die Band eigentlich? Hithündchen? Rockende Rosen. Wie wäre fliegende Cupcakes? Die sind nicht übel, aber es muss ein besonderer Name sein. Und einprägsam. Etwas, das euch als Gruppe ausmacht. Ich weiß was! The Tears? Das darf ich nicht verpassen. Wo willst du hin? Es gibt eine neue Band. The Tears. Kommst du mit? Klar, ich bin dabei. Ich auch. Das wird klasse. Seht nur, so viele Babys.
Wir werden eine großartige Band sein. Und das ist erst der Anfang. Okay, vielleicht war es doch keine so schlechte Idee, eine Band zu gründen. Tut mir leid, dass ich gezweifelt habe. Stimmt gar nicht. Du hast uns sehr geholfen. Fangt erst an, wenn ich es euch sage. 1, 2, 3. Ach du meine Güte, sie klingt furchtbar. Wartet, wir können das. Lady, fang mit der Gitarre an. Toll! Dottie, jetzt das Schlagzeug. Wahnsinn, toller Rhythmus. Und jetzt Coney, das Klavier. Legt los, ja! Wow, jetzt klingt sie richtig gut. Fortsetzung folgt. Jede einzelne Welt. Warum gründen wir nicht eine Band? Ja, ich kann Gitarre spielen. Und ich Schlagzeug. Ich spiele Klavier. Wow, jetzt klingt sie richtig gut. The Tears. Musik verbindet. Teil 2. Ich liebe The Tears. Ja, aber ich liebe sie noch mehr. Nein, ich mehr. Nein, ich. This is what we do. Music, always there for you. Dottie, sieh nur, wir haben Fans. It's time to get together and sing the friendship song. Music. Hä? Du bist nicht im Takt. Aber es sind zu viele Babys. Das sollte doch nur eine Probe sein. Okay, okay, die Show ist jetzt vorbei. Hä? Schon vorbei? Wisst ihr, Rockstar-Proben finden ohne Publikum statt. Hey, aber wenn wir soweit sind, sagen wir euch Bescheid. Und wo können wir euer Musikvideo ansehen? Musikvideo? Wir haben kein Musikvideo. Noch nicht, aber wir sind schon dabei, eins zu drehen. Welches Musikvideo? Du weißt schon, unser Musikvideo. Ah, unser Musikvideo. Bis bald. Das ist nicht fair. Ich möchte mehr von The Tears sehen. Aber was sollen wir tun? Wir haben kein Musikvideo. Hä? Denkst du, was ich denke? Keine Sorge, ist schon so gut wie erledigt. Richtig, wir machen es zusammen. So ist es, denn wir sind The Tears. Das wird eine tolle Überraschung werden. Ja, aber ich mag The Tears lieber als du. Nein, ich mag sie lieber. Nein, ich. Nein, ich mag sie lieber. Diese Stelle ist perfekt. Oh, ups. Hi, wie geht es euch, The Tears? Lulu, lass uns etwas Platz. Sehe ich gut aus? Okay, Babys, seid ihr bereit für das Musikvideo? 1, 2, 3. It's time to get together and sing the friendship song. Music, dancing to the beat. Daisy, pass auf! Ah! Oh, das war knapp. Komm, Babys, noch einmal von vorne. Hier, sieh dir die coolen Videos an, die wir gemacht haben. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Hi, Babys. Hallo. Du musst uns helfen. Wow, das sind wirklich richtig gute Videos. Ja, sie werden das Musikvideo lieben. Juhu. Lady, wach auf. Wir drehen. Hä? Time to get together and sing the friendship song. Hey, nimm mich auch auf. Hier rüber, ich will auch im Bild sein. Ich habe schöne Haare. Mach Platz für mich. Wir werden alle in dem Musikvideo auftreten. Keine Sorge, Babys. Ah! Oh nein, Susus Kamera. Was ist mit dem Musikvideo? Was sollen wir den Babys sagen? Wir werden unsere Fans enttäuschen. Ist das Musikvideo von The Tears? Wie? Unsere Fans haben es heimlich für uns gedreht.
Sie sind da! Vielen Dank, Babys. Ihr habt ein tolles Musikvideo gemacht. Wir finden euch super. Wir beide. Das ist das weltbeste Musikvideo. Music Magic Tears! Traveling through every world, playing our music everywhere. Together we'll write the Tears, was für eine tolle Band. Ich bin sicher, das wird ein Trend. Als die Tutti-Frutti-Bucht gefroren war. Das ist der letzte Schritt in meinem Geburtstagstanz. Seht her! Okay, jetzt seid ihr dran. Das war sehr durchschnittlich. Oh, wir werden noch viel üben müssen. Geht es euch gut? Hä? Was ist das? Wow, schöne Farbe. Dieser Apfel ist bestimmt köstlich. Hä? Jetzt schmeckt er nach Erdbeere. Jetzt nach Traube. Wow, eine Überraschungsfrucht. Jetzt schmeckt sie nach Birne. Seht mal, da ist noch eine und noch eine und noch eine. Ich weiß, ich mache Überraschungsfruchteis zu meinem Geburtstag. Das ist besser als jeder Tanz. Lasst euch nicht stören. Hep. Wow! Es schmeckt nach Banane. Wow! Jetzt nach Himbeere. Das ist gar nicht möglich. Gib mal her, ich will probieren. Banane. Apfel. Ich liebe es. Ja, das hier ist meine Überraschungseiskreation. Das ist so cool. Ich bin sicher, alle werden es lieben. Ich bin gleich zurück. Was für eine Frucht ist das? Eine, die ich am See gefunden habe. So gut, holen wir mehr. Nun, die Sache ist, es gibt nicht so viele. Und ich möchte welche für meine Geburtstagsfeier haben. Wow, eine tolle Idee. Hey, ich bin zurück. Was ist eine tolle Idee? Grace möchte aus den Überraschungsfrüchten Eiscreme für ihren Geburtstag machen. Ist das nicht cool? Oh oh, ich habe gerade alle eingeladen, herzukommen und es zu probieren. Aber dann sind keine Überraschungsfrüchte mehr übrig. Okay, dann machen wir ein paar mit dieser Frucht und den Rest mit Überraschungen. Wie, Gewürzen. Oder Salz. Ja, tolle Idee. Kommt, Babys, machen wir Eiscreme. Orange mit Öl. Banane mit Curry. Und was mische ich zu den Erdbeeren? Na klar, Zucker, sehr viel Zucker. Hört her, hört her. Ich habe Überraschungseis für euch. Überraschungseis? Wow, es leuchtet. So ein Eis habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Überraschung. Probier mal. So lecker. Hey, es schmeckt nicht nach Erdbeere. Es schmeckt nach Birne. Ich liebe Birne. Es schmeckt so gut. Wahnsinn. Hey, ich will auch so eins. Ja, und ich will noch eins. Oh, aber es sind schon alle weg. Hey, aber bei mir gibt es noch welche. Ja! Und wonach schmeckt das? Eis. Und welche Sorte ist das? Erde. So lecker. Ich möchte noch eins. Hey, ich will auch so eins. Es scheint zu funktionieren. Der Geschmack ändert sich ja gar nicht. Aber es ist köstlich. Lass mich mal. Das ist sehr süß. Was ist da drin? Da sind nur Erdbeeren und Zucker drin. Sehr viel Zucker. Au, 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 au.
viel Zucker ist schlecht für den Bauch und die Zähne. Oh nein, das wusste ich nicht. Es gab nur noch Erdbeeren und Zucker. Oh, mein Bauch. Das ist eine Katastrophe. Die Babys sind meinetwegen krank. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe die richtige Medizin gegen Bauchschmerzen. Ich wusste es. Hier ist sie. Mal sehen. Das schmeckt sicher scheußlich. Niemand will das trinken. Aber wenn sie es nicht trinken, geht es ihnen nicht besser. Was sollen wir tun? Mischen wir es doch einfach mit Eiscreme. Gute Idee. Wir machen ein Medizin gegen die Bauchschmerzen-Eis. Aber es ist nichts mehr da. Nun, wir haben noch die Überraschungsfrucht. Aber was ist mit deinem Geburtstag? Warum sollte ich meinen Geburtstag feiern, wenn meine Freunde krank sind? Kommt, helfen wir den Babys. Es ist perfekt. Ah, so gut. Wir sind zurück und wir haben noch mehr Überraschungseis. Nein, wir wollen kein Überraschungseis. Versucht es. Das hier ist gut für euch. Hey, mein Bauch tut gar nicht mehr weh. Und es schmeckt nach Ananas. Und jetzt nach Himbeere. Mein schmeckte erst nach Banane und jetzt nach Melone. Das ist das allerbeste Eis der Welt. Ja, aber was ist da drin? Überraschung! Ja! Als die Tutti-Frutti-Bucht gefroren war. Das ist ganz schön viel. Ich hoffe, sie schmelzen nicht. Bei der Kälte? Hm? Das bezweifle ich. Warum kommt denn niemand zum Eisessen? Ich verstehe es nicht. Es ist köstlich. Sollten wir etwas tun, damit sie herkommen? Ja! Sollen wir so tun, als wären wir krank? Oder wir feiern eine Party. Oder wir machen noch mehr Eis. Nein, das vielleicht nicht. Du hast mich auf eine Idee gebracht, Betty. Was, wenn wir etwas im Eis verstecken? Eine Überraschung, eine Glücksüberraschung. Genau, ein Los, ein besonderes Los. Gute Idee. Und wer es findet, darf die Fabrik besichtigen. Und dann können sie ihr Wunscheis zubereiten. Ja! Wow. Aber was ist, wenn etwas kaputt geht? Aber nur ein Baby darf in die Fabrik. Das Los findet. Und sie sind unsere Freunde. Warum sollten sie etwas kaputt machen? Du hast recht. Machen wir das Los. Betty und ich übernehmen das. Ja. Ich glaube, es fehlt noch etwas. Oh, ich weiß. Wir brauchen etwas Goldenes. Dein Keks, Betty. Betty? Oh. Hä? Wow. Hier, es ist perfekt und einzigartig. Ui. Gehen wir. Wie? Hier ist es. Wow, es sieht toll aus. Und es ist einzigartig. Bitte, Betty, versteck es. Es war deine Idee. Aber sei vorsichtig, ja? Es ist sehr wichtig, dass dich niemand sieht. Sehr gut, Betty. Jetzt müssen wir nur noch die anderen Babys herholen. Ich sag's ihnen. Wie? Bitte, bitte. Wer ist das? Oh, in einem Eis ist ein Glückslos versteckt. Und wer es findet, darf die Fabrik besuchen und sein eigenes Eis herstellen. Oh, was? Ich muss es haben. Oh, niemand ist gekommen. Ich wusste, dass es nicht klappt. Ah! Wow, seht mal, so viel Eiscreme. Das hier muss es sein. Ich will es. Das ist meins. Eiscreme. Hey, wartet mal einen Moment. Vergesst nicht, dass der Gewinner heute Nachmittag mit dem goldenen Los in die Fabrik kommen muss. Ich bin so aufgeregt. Wer hat wohl das Glückslos? Hä? Ich hab's! Dreamy! Hast du ein Glück? Du hast gewonnen! Lass mal sehen. Herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Eiscreme-Fabrik. Hey, ich hab das Glückslos gefunden. Was?
Das ist das gleiche Los. Wie kann das angehen? Es ist einzigartig. Ich habe nur eins gemacht. Ich schwöre. Darf ich mal sehen? Ich hab das Los. Nein, ich habe es. Nein, ich habe es. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sie alle reinlassen. Alle Babys? Okay, aber wir gehen alle gemeinsam rein. Das Wichtigste ist, dass ihr den roten Knopf nicht berührt. Jelly. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. With many, many fruits and lots of love. If you find the special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. Alle raus hier! Jetzt! Die Fabrik funktioniert nicht mehr! Aber wir haben nichts angefasst. Und wir alle haben das Glückslos. Aber ich habe nur eins gedruckt. Wie konnte das passieren? Momentchen mal. Warum haben die Jellies... Der Drucker! Oh, Jellies! Sie waren das! Also, können wir unser Eis machen? Bitte, bitte! Okay. Aber nur, wenn ihr mir helft, die Fabrik wieder zum Laufen zu bringen. Das war unglaublich. Ich hatte eine tolle Zeit. Ja, wir hatten uns sehr auf euren Besuch gefreut. Aber es war eine kleine Katastrophe. Wir hatten Pech mit dem Los. Aber wir haben Glück, dass wir Freundinnen sind. Ab jetzt werden wir euch häufiger besuchen kommen. Und Eis essen. Nebenwirkungen. Oh, ich bin schon hier. Hier sind die Flaschen. Ich habe sie noch schnell gewaschen, damit der Blumenduft so rein wie möglich ist. Ah. Du bist so witzig, Ava. Findest du? Dann warte mal ab, was ich noch kann. Das ist so lustig. Flowers Magic Tears. Wow, schnell, fang den Duft der Blumen ein. Erdbeer-Zuckerwatte-Aroma. Damit werde ich ein ganz besonderes Parfüm herstellen. Hey, veranstalten wir einen besonderen Markt für die Babys. Ich bereite alles vor. Ich werde ein Schild voller Blumen basteln. Und dank mir wird Ihnen auch nicht langweilig. Das riecht so gut. Hi, Rose. Was machst du da? Hi, ich bereite gerade ein ganz besonderes Parfüm zu. Ein besonderes Parfüm? Ja, ja, du wirst schon sehen. Ich helfe dir. Wir helfen dir auch. Nein, nein, nein. Helft ihr lieber dabei, den Markt aufzubauen. Ich bin die Einzige von uns, die das machen kann. Wo war ich? Ach ja. Ein bisschen Melonenduft. Gänseblümchen lächeln. Das riecht so gut. Und, genau, ein bisschen Erdbeerzuckerwatte. Dieses Parfüm ist sehr besonders. Es steigert die Fähigkeiten. Alle werden beeindruckt sein. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Wow. Mila ist eine tolle Handwerkerin. Und Sophia ist so ordentlich. Oh. Und Ava, du bist super witzig. Hier ist es, das neue Spezialparfüm. Es riecht nicht nur phänomenal, es steigert auch eure Fähigkeiten. Ich will es ich haben! Will es. Ich auch! Ich will es auch haben! Ja. Ups, es ist schon leer. Ich habe zu wenig gemacht. Aber keine Sorge, ich mache noch mehr. Hey, vorsichtig, Rose. Wow, was für ein wunderschöner Markt. Hallo, Babys. Rose hat ein besonderes Parfüm kreiert, das unsere Fähigkeiten steigert. Aber es ist schon leer, also macht sie Nachschub. Wie cool. Wir wollen auch was davon. Wie seltsam. Mila ist sehr ungeschickt. Ich liebe es, alles durcheinander zu bringen. Keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich denke, wir sollten besser gehen. Nein, 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 nein. Geh nicht weg. Hier. Ava ist super lustig. Ava, geht es dir gut?
Babys, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Fehler gemacht. Es scheint, als würde das Parfüm genau das Gegenteil bewirken. Und ich bin nicht mehr die Beste in der Herstellung von Parfüms. Jetzt verstehe ich es. Deshalb benehmen sich Ava, Mila und Sophia so merkwürdig. Chaos! Chaos! Und wie bringst du das in Ordnung? Tja, ich habe keine Ahnung. Wir helfen dir. Nein. Ich bin die Parfümexpertin. Mir wird schon etwas einfallen. Rose? Okay. Keine Sorge, das ist nur Wissenschaft. Aber... Das ist ganz einfach. Ha! Ich nenne es Passionsblume. Ah, es brennt Wasser. Okay, das war's noch nicht. Das ist Melonenblume. Ups. Das wird funktionieren. Prinzessinnenparfüm. Hä? Nun ja, Froschprinzessin. Bei der Herstellung von Parfüms geht es um mehr als. Es geht darum, Aromen zu mischen und jedes Baby hat sein eigenes. Aber jetzt habe ich meine Inspiration verloren. Sag das nicht. Wir haben vielleicht nicht dein Talent. Wir sind vielleicht nicht die besten Parfümherstellerinnen. Aber wir werden nie eine Freundin zurücklassen. Rose, welche Zutaten würdest du verwenden, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Also, Duft von Lavendel, Weinreben und Rosen. Da fehlt noch etwas, aber was ist es? Ah, ich weiß. Es ist Erdbeer-Zuckerwatte-Aroma. Hey, seht mal, ich bin wieder ein Parfümgenie. Schnell, machen wir mehr für Mila, Ava und Sophia. Yeah! Das ist eine Katastrophe. Was sollen wir nur tun? Das war's dann. Keine Sorge, wir haben die Lösung gefunden. Was ist denn hier los? Was für ein Chaos. Ich kümmere mich sofort darum. Du bist lustig. Babys, hier, diese Parfüms sind für euch. Ihr seid die besten Freundinnen, die man haben kann. Danke, Rose. Hey, seht mich an. Und jetzt ist es Zeit, sich zu entspannen. Na klar. Wo ist der Keks? Richtig. Was habe ich nur für ein schlaues Hündchen? Rocky bei Hündchen auf der Baumspitze. Zeit für deine Impfung. Wir wollen doch keine Flöhe haben, oder? Spot, komm zurück. Spot, es tut nicht weh. Nimm noch einen Keks. Huch, warte doch mal. Was macht dieser Zweig hier? Das ist nicht gut für die Blumen. Wie sollen wir denn so schönes Parfüm herstellen? Problem gelöst. Was war das? Oh, es ist ein kleiner Hund mit einer großen Beule. Wir werden uns gut um dich kümmern. Ich nehme ihn mit. Du brauchst einen Namen. Aber, welchen nur? Kiwi? Bibi? Mimi? Ich weiß, Bumpy! Spot! Spot! Keine Sorge, Dottie. Ich bin sicher, er kommt bald zurück. Was ist denn los? Wir müssen Dottie helfen. Warte, sind das nicht Spots Kekse? Seht, der Kekspfad führt in den Zuckerwattewald. Oh nein, der arme Spot, er wird sich fürchten. Wir haben so viel Spaß mit Bumpy. Hi, ich bin schon hier. Das ist Rose. Sie bringt sicher ein paar tolle neue Parfüms mit. Gehen wir. Uff, es ist so heiß hier in der Tutti Frutti Bucht. Denkt ihr auch, was ich denke? Cry-Smoothies! Aber wir müssen Spot finden. Dann suche ich halt ohne sie weiter. Spot! Spot! Wo steckst du denn nur? Dann bist du also Bumpy. Ich habe ein Parfüm für dich. Dieses hier. Darin sind Goldstrahlen, denn du strahlst so hell wie die Sonne. Genau die. Liebesblumen, weil du so schön und süß bist. Und träumsüß. Unglaublich, du kennst ja alle Blumen. Du wärst ein echt toller Helfer bei der Parfümherstellung. Guter Junge Bumpy, du hast eine unglaubliche Nase. Wir werden Millionen von Parfüms kreieren.
Hä? Spot? Schnell, hol Koni und Bruni. Spot ist hier. Spot! Spot! Sieh mal, wie gut er aussieht. Du bist so süß, Bumpy. Wer ist das Baby? Und hä, was macht sie mit Spot? Und warum nennt sie ihn Bumpy? Hi, entschuldige, aber du verwechselst da etwas. Ich bin Dottie und das ist mein Hund. Er heißt Spot. Komm her, Spot. Komm mit mir. Wir müssen zurück nach Hause. Hi, ich bin Mila und der Hund heißt nicht Spot, sondern Bumpy. Wir haben ihn allein und benommen im Wald gefunden und jetzt wohnt er bei uns. Aber was redest du denn da? Sein Name ist Spot und er verhält sich seltsam. Ich bin sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist. Komm her, Spot. Vielleicht hast du ja Fieber. Er ist weggelaufen, weil er seine Spritze bekommen soll. Und die mag er nicht. Nun, er scheint hier glücklich zu sein. Er schnuppert den ganzen Tag an Blumen. Ja, er hat einen super Geruchssinn. Und er ist auch ein sehr guter Freund, mein bester Freund. Du hast ihn sehr lieb, nicht wahr? Ja, und er mich auch. Irgendetwas stimmt nicht mit Spot. Mit Bumpy? Aber warum nennst du ihn Bumpy? Als wir ihn fanden, hatte er eine Beule. Oh, das ist es. Er muss durch den Stoß sein Gedächtnis verloren haben. Vielleicht könntest du etwas tun, was ihm vertraut ist. Dann erinnert er sich an dich. Komm, Bumpy, spiel mit Dottie. Dottie ist lieb. Ah, der Keks. Komm schon, Spot. Wo ist der Keks? Aber geh doch nicht weg. Bist du nervös, Spot? Rocky bei Hündchen auf der Baumspitze. Komm schon, Spot, erinnere dich an mich. Ich hab dich wahnsinnig lieb. Ich habe dich so sehr vermisst, Spot. Was hast du denn? Na klar doch, hier ist noch ein Keks. Die schmecken dir gut, oder? Vielen Dank, dass ihr euch um Spot gesorgt habt. Besonders du, Mila. Wir besuchen dich mal im Zuckerwattewald und dann können wir alle zusammen spielen, okay? Bis bald, Bumpy. Alles Gute. Flowers, Magic Tears. Hier, Dottie. Parfüms für deine Freunde. Oh, ich danke dir. Ich steck sie in meinen Koffer. Uff, so viel Zeug. Das ist nicht genug Platz. Das raus, das raus, das... Warte, Spot! Ja, Dottie, da ist Spot! Die Zuckerwattewald-Parfüms. Teil 1. Ich liebe das Parfüm. Ich würde gerne die Babys kennenlernen, die es herstellen. Es tut mir leid, Lulu, aber es ist nur noch ein Tropfen übrig. Was auch immer passiert ist, war wohl schrecklich, denn der Schrei war fürchterlich. Lulu hat meinen letzten Rest Parfüm benutzt. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich bin sicher, dass es schnell vergeht. Okay, vielleicht war ich ein bisschen dramatisch, aber es riecht so gut. Und du kannst es sogar online bestellen. Es geht sofort raus zu deinem Haus. Ja, ich hab's schon bestellt. Sollte nicht lange dauern. Da ist es. Das muss mein Parfüm sein. Und meins auch. Und meins auch. Ja. Und meins? Oh, hey, du hast eins vergessen. Meine Bestellung war nicht dabei. Oh, mein Parfüm. Sie haben mich vergessen. Willst du das Geheimnis aufdecken, musst du den Zuckerwattewald entdecken. Aber das ist zu weit weg. Zuckerwattewald? Warst du etwa schon dort? Zeig's mir. Au, bitte. Okay, wir gehen ja in den Zuckerwattewald. Aber du brauchst ordentliche Schuhe, denn es ist eine sehr lange Reise. Hab ich! Da sind wir schon. Es riecht so gut. Ich liebe es hier. Wahnsinn, die Bäume, die Blumen, alles riecht wundervoll. Ah, wir haben Besuch. Wer bist du? Ich bin Ava. Bist du hier, um uns zu besuchen? Wohnst du hier? Woher kommst du? Machst du etwa die Parfüms? Wofür sind deine Antennen? Okay, Ava, das sind Lady und Lulu.
Ich bin Dreamy und das ist Rim. Schön, dich kennenzulernen. Ich liebe eure Parfüms. Das ist so großartig. Der Zuckerwattewald ist ein unglaublich schöner Ort. Es ist so cool, dass ihr hergekommen seid. Suchen wir die anderen. Sie werden sich sicher freuen. Hey, wir haben Besuch. Lady und Dreamy und ihre Haustiere Lulu und Rim. Hi, ich bin Mila. Schön, dich kennenzulernen. Was für ein schönes Haus. Und das Gewächshaus ist fantastisch und alles riecht unglaublich gut. Weißt du, sie liebt Parfüms wirklich. Und wie stellt ihr die Parfüms her? Mein Parfüm. Oh, ganz einfach, Mann. Hilfe! Keine Bremsen! Ah! Oh, immer dasselbe. Sie wird dich umfahren. Passiert nicht zum ersten Mal. Rose, alles okay? Mir geht's gut. Nichts kaputt gegangen. Keine Sorge, Rose. Ups, ihr wisst ja, ich bin nicht zu bremsen. Flowers, Magic Tears. Wow! Rose ist eine Meisterin des Parfüms. Seht, so werden die Parfüms gemacht. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Wildrose mit einem kleinen Hauch von Regenbogenwatte. Jasmin mit Vanilleessenz. Wow! Das von den Blumen erzeugte Aroma ist die reinste Essenz der Parfüms. Wenn ein einziger Tropfen auf euch landet, behaltet ihr den Duft für immer. Deshalb müsst ihr wissen, wie man sie mischt. Passt auf! Lasst uns ein Frühlingswildblumenparfüm kreieren. Das reicht für einige Flaschen. Super, ich helfe dir. Lulu! Tut mir leid, wir haben kein Parfüm mehr zu Hause. Die Bestellung kam nicht an. Oh, das ist Sophias Aufgabe und heute hat sie gar keine gute Laune. Alles ist falsch. Einfach alles. Sophia, wir haben Besuch. Hi. Entschuldigt die Unordnung. Ich bin nicht immer so chaotisch. Normalerweise ist alles aufgeräumt, aber ich habe die Liste mit den Parfümbestellungen mit der Liste für besondere Geschenke verwechselt. Oh. Das ist mir noch nie passiert, aber es sind so viele Aufträge. Wir finden sicher eine Lösung. Na klar, ich habe eine tolle Idee. Zusammen schaffen wir das. Fortsetzung folgt. Folge. Ich würde gerne die Babys kennenlernen, die es herstellen. Nein! Ladys Suche nach ihrem verlorenen Parfüm führte sie in den Zuckerwattewald. Tut mir leid, wir haben kein Parfüm mehr zu Hause. Dort traf sie Sophia, eine fröhliche Blume mit einem kleinen Organisationsproblem. Das ist mir noch nie passiert. Zusammen schaffen wir das! Die Zuckerwattewald-Parfüms, Teil 2. Also, wie willst du das hier in Ordnung bringen? Wir bilden eine Produktionskette. Eine Produktionskette? Ja. Jeder wird sich um eine Sache kümmern. So werden wir schneller fertig. Ja! Vielen Dank für eure Hilfe. Und dann kannst du mir den ganzen Zuckerwattewald zeigen. Gute Idee. Wir müssen nur dafür sorgen, dass jedes Baby das richtige Parfüm bekommt und dann das Etikett aufkleben. Ich übernehme die Liste. Dann rieche ich an den Parfüms für die Babys. Und ich klebe die Etiketten auf. So werden wir schnell fertig. Ja! Lady, Dreamy, seid ihr bereit? Das erste ist für Angie, Sternorangenparfüm. Violetter Lavendel, rosa Wolken, Sternenorange. Fertig. Das nächste? Wir räumen alles auf, alles kommt an seinen Platz. Tina, Parfüm der Poesie. Riecht so gut. Macht schon, schnell, Parfüm für Tina. Für Tina? Ich klebe das Etikett auf. Wie cool! Bald erkunden wir den Zuckerwattewald. Die Produktionskette funktioniert super. Für Dottie, zuckersüßes Erdbeerparfüm.
Oh, warte. Nein, nein. War das für Ella? Nein. Tropisches Gänseblümchen? Genau, Gänseblümchen. Das Gänseblümchen-Parfüm ist für Ella. Ella? Nicht Ella, Dottie. Dottie oder Ella? Gänseblümchenblüte für Ella. Mir ist so schwindelig. Oh, alles riecht gleich. Lady, Navi, Fancy, Daisy? Wusstet ihr, dass Ellas Lieblingseissorte Banane ist? Aber das will sie Nana nicht sagen. Hast du Nana gesagt? Nana oder Lala? Nein, also Nana. Geschafft! Ja! Ja! Bitte was? Muss ich das alles ausliefern? Ja, und sieh nur, wie ordentlich alles ist. Hä? Ja, es sieht sehr ordentlich aus. Okay, dann düse ich mal los. Brauchst du einen kleinen Schubs? Toll! Und jetzt kannst du mir den Zuckerwatte mal zeigen. Falsch. Ihr habt wieder die Etiketten vertauscht. Die Babys haben die falschen Parfüms erhalten. Und ich bin wirklich erschöpft. Es tut uns sehr leid. Wir haben uns so beeilt, dass wir alles falsch gemacht haben. Ja, ich konnte es kaum erwarten, den Zuckerwattewald zu erkunden. Es ist so ein besonderer Ort. Und ihr seid so cool. Wir waren nicht sehr aufmerksam, aber es wird nicht wieder vorkommen. Verzeiht ihr uns? Natürlich, wir sind Freunde. Flowers, Magic, Tears! Wow! Diesmal machen wir keine Fehler. Los geht's! Bei so vielen Aufträgen müssen wir wirklich aufpassen. Das war's. Wir kümmern uns darum. Du ruhst dich jetzt aus. Lulu und Rim gehen mit dir zum Strand. Lieferung für Angie. Lieferung für Ella. Ich bin hier. Und für Conny. Ja! Toll! Wir sind schon zurück. Wir haben alle Aufträge pünktlich geliefert. Alles lief perfekt. Oh, vielen Dank, Babys. Wenn ihr jemals wieder so viele Bestellungen habt, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Ja! Ja. Gemeinsam sind wir ein perfektes Team. Endlich! Jetzt kann ich an meinem Parfüm schnuppern. Hä? Wo ist es? Lulu! Ich fang dich! Was ist denn heute los? Ich kann gar nichts sehen. Und diese Kälte. Hey, Vorsicht, du wirst nass. Der See ist zugefroren. Die ganze Tutti-Frutti-Bucht ist gefroren. Ich wusste, dass das Eis die Tutti-Frutti-Bucht treffen würde. Wow, seht unsere Häuser an, wie cool. Ich liebe es. Können wir sie essen? Hä? Nein, ouch. Der Himbeersee ist zugefroren. Und die Früchte. Und mein Quai-Smoothie auch. Alles. Mir ist so kalt. Glaubt ihr, das waren die Fantasies mit ihren Kräften? Ich bin hier. Unglaublich. Hier ist alles gefroren. Und es ist so kalt. Aber ist das Haus nicht cool? Mir gefällt die gefrorene Tutti-Frutti-Bucht. Ja, schon. Aber es ist wirklich kalt. Keine Sorge, Babys. Ich habe bei Scarlett neue warme Pyjamas für euch bestellt.
Hä? Wer bist du? Oh, kümmert euch nicht um mich. Kümmert euch mal lieber um das da. Hä? Wer ist dieses Baby? Und was meint sie mit das? Der Wasserfall und die Aromafabrik sind eingefroren. Spielen wir zum Aufwärmfang? Die Tutti-Frutti-Bucht ist gefroren. Gefroren? Wie ist das überhaupt möglich? Hier ist es auch so kalt. Ah, du schon wieder. Aber wer bist du? Ich bin Shana und das ist mein Haustier Shai. Shana weiß echt alles. Und sie braucht nicht einmal eine Kristallkugel wie Tina. Haha. Ich weiß, dass euch die Kälte zu schaffen macht. Also werde ich bei Scarlett auch noch ein paar Wintersachen für euch bestellen. Ja! Oje, Kira, wir haben noch nie so viele Bestellungen in so kurzer Zeit erhalten. Und sie bestellen immer mehr. Wow, es muss wirklich kalt sein. Kira, gib mir eine Wärmflasche. Das wird eine lange Nacht. So viele Babys brauchen warme Winterkleidung. Psst, psst. Kommt her, ich muss euch etwas Wichtiges erzählen. Ich weiß, woher diese Kälte kommt. Sie sickert durch den großen Fantasy-Baum. Ach, das denkst du dir aus. Die Kälte kommt aus dem Gefrierschrank. Sie hat recht. Wisst ihr nicht mehr, wie sich ein Loch im Baum gebildet hat? Aber mit der Hilfe von Stella und den Spezialschnullern haben wir es für immer geschlossen. Oder vielleicht doch nicht? Shana hat recht. Tina hat gesehen, dass es ein Loch gibt, durch das die Kälte entweicht. Es ist riesengroß. Oh. Aber warum kommt die Kälte da durch? Das verstehe ich einfach nicht. Shana? Shana? Es dreht sich nicht. Wir müssen es reparieren. Aber mir ist es fürchterlich, fürchterlich kalt. Hi, ich bin schon hier. Hä? Du schon wieder? Aber wer bist du? Entschuldigung, ich war etwas in Eile. Ich bin Shana. Hier habt ihr eure neuen Pyjamas. Schön, dich kennenzulernen. Gib mir ein Pyjama. Wow, neue Pyjamas, damit wir nicht mehr frieren. Danke, Shana. Ja, es dreht sich. Und jetzt machen wir wieder Quai-Juice. Trauben, Ananas, Wassermelone und Erdbeere. Der perfekte Mix für einen Cry-Juice. Aber das Obst ist gefroren. Zeig her, wird schon nicht so schlimm sein. Hä? So können wir keinen Cry-Juice machen. Oh nein! Wenn wir keinen Cry-Juice mehr machen können, müssen wir die Fabrik schließen. Nein, ich will Cry-Juice machen. Und ich will nicht, dass das an meiner Zunge klebt. Hier, versuch das. Die Milch mit der Erdbeere schmeckt wie leckere Eiscreme. Tutti Frutti Eiscreme! Wir werden das beste Eis aller Welten machen. Danke, Shana. Shana? Wo ist sie jetzt wieder hin? Die Kälte kommt durch das Loch im großen Baum. Es ist unser altes Heim. Los, bewegt eure Füße. Prinz und Prinzessin warten auf unsere Grüße. Gehen wir! Vielleicht sollten wir warten, bis es nicht mehr kalt ist. Wir Babysaurier sind an die Kälte gewöhnt. Shana! Ich bin wieder da und ich habe etwas für euch. Dieser ist für Kony, der hier ist für Dreamy und der hier ist für Crystal. Neue Kleidung! Sie sind so warm! Ihr seht so toll aus! Danke, Shana. Shana? Und gibt es dort auch Babys? Ist es sehr weit? Wie viele Welten gibt es dort? Zu viele Fragen. Die Antworten findet ihr da unten. Fortsetzung folgt. Geschah. Und diese Kälte. Die ganze Tutti-Frutti-Bucht ist gefroren. Die Kälte kommt durch das Loch im großen Baum. Es ist unser altes Heim. Los, bewegt eure Füße. Gehen wir! Ein Loch in eine andere Welt. Kommt runter, das ist so cool. Aber ist es kalt da unten? Ich komme! Wow, das ist so toll. Mein Herz rast voll. Tada! Kommt schon, Babys, traut euch. Au, 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 au. Was für ein toller Pyjama, Tina. Ja, aber ich kann kaum etwas sehen von hier. Macht euch keine Gedanken. Folgt mir. Es ist so dunkel. Und so kalt. Sind wir schon da? Die Dinos kochen gerade Dinosuppe. Lecker. Seht, wir sind da. Wow. Ist das der Ort, aus dem die Kälte entweicht?
Schöner Mist. Für dieses Problem brauchen wir eine List. Oh. Wow. Warum habt ihr uns nie von eurer Welt erzählt, Tina und Dina? Was für ein schöner Ort. Und alles ist gefroren. Ja, es ist alles gefroren. Wo ist meine Cousine? Ist sie verloren? Cousine! Cousine Phoebe, komm her. Es ist zu lange her. Stella, du bist zurück. Und du auch, Dina. Ja, wir sind etwas besorgt. Die Kälte der Icy-Welt bringt in unsere Welt ein. Wir machen uns auch Sorgen. Seht doch. Alles hier schmilzt. Keine Sorge. Gemeinsam schaffen wir das. Ich bin Koni und das sind Dreamy, Hallo. Shana Hi. Und Crystal. Freut mich, euch kennenzulernen. Kommt, ich stelle euch meine Freunde vor. Das war's. Meine neue Kreation. Toll. Findest du nicht auch Nisu? Hey, Sauru. Wir haben Besucher. Besucher? Schön, euch kennenzulernen. Bitte entschuldigt sie. Wisst ihr, wir bekommen nie Besuch. Sie ist sehr schüchtern. Kommt mit, ich stelle euch die anderen vor. Tilo, wir haben Besuch. Besuch? Babys, es ist schon so lange her. Wir sind eure Freunde. Ich bin Koni. Das sind Crystal, Shana, Dreamy. Möchtet ihr etwas von der Dinosuppe? Sie wird euch aufwärmen, obwohl es hier gar nicht zu kalt ist in letzter Zeit. Das riecht gut. Es riecht gut und es schmeckt sogar noch besser. Köstlich. Bekomme ich noch etwas mehr? Hat jemand Besuch gesagt? Hallo, willkommen. Oh. Vorsicht. Oh. Wow, sie haben Kräfte. Oh. Oh, das war mein Willkommensgeschenk. Schon okay, kein Problem. Entschuldigt, dass ich vorhin weggelaufen bin. Ich musste mein Tütü anziehen, um für euch zu tanzen. Kommt schon. Die Eislaufbahn ist nicht mehr so gefroren wie früher, aber sie ist trotzdem toll. So ist es viel besser. Au, ah. Wow, wunderschöne Blumen. Ich liebe Eislauf. Wow. Das ist mir noch nie passiert. Das liegt daran, dass das Eis auftaut. Es gibt ein riesiges Loch, durch das die Kälte entweicht. Deshalb sind wir hier. Hier schmilzt das Eis, aber in unserer Welt friert einfach alles ein. Keine Sorge, Sauru. Wir holen Hilfe. Wenn noch mehr Kälte durch das Loch entweicht, schmilzt unsere Welt. Wir gehen zur Prinzessin und zum Prinzen. Sie wissen echt alles. Sie haben ihre Augen überall. Prinz und Prinzessin? Wo sind sie? Dort, im Schloss. Wow! Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Wissen Sie auch, dass ich eine Blume gepflückt habe? Wow! Warum verbeugen sie sich vor den Statuen? Keine Ahnung. Wo sind denn jetzt der Prinz und die Prinzessin? Willkommen in der Icy-Welt. Oh, Tina, Dina, Stella. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Und euch auch. Und ja, Koni, wir wissen wirklich alles. Ups. Wir wissen, dass ihr hier seid, weil ihr besorgt seid, dass die Kälte entweicht. Überall ist Eis eingefroren. Ruhe! Stella? Die Kälte aus der Icy-Welt entweicht und friert andere Welten ein. Und unsere Welt wird schmelzen. Die Kälte entweicht durch den Baum. Wenn ihr uns helft, wäre das ein Traum. Das ist das Loch, durch das der ganze Schlamassel entstand. Wir wissen nicht, wie wir es schließen können. Daher bitten wir um euren Verstand. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Wir müssen die Kälte aufhalten. Wir müssen schnell eine Lösung finden, sonst ist das Gleichgewicht der Welten verloren. Für immer. Seid ihr bereit, Babys? Ja! Fortsetzung folgt.